Willkommen zurück zum Pokémon Trading Card Game von Wolf bei der LP. Ich habe das Tiefseedeck inzwischen zu Rande gebracht, so wie es mir aufgetragen wurde. Es wurde auch gefragt, ob ich das Tiefseedeck so nenne oder ob es wirklich eine Bedeutung mit Tiefseedeck hat. Ich weiß es nicht. Mir wurde dieses Deck bloß als Tiefseedeck vorgestellt und ich nehme es so, wie es halt gerade genannt wurde. Ich habe es ein bisschen angepasst. Ich hoffe, das ist nicht allzu schlimm. Womöglich schon, aber das werden wir im Laufe des Spiels ja wohl sehen. Ich muss sagen, am Anfang wirkt es auf mich noch nicht wirklich stark und es wirkt auch nicht sehr bedrohlich. Aber mir wurde schon gesagt, das hat mehr in sich, als es auf den ersten Blick... zutage trägt, um das mal so zu sagen. Deswegen lasse ich mich da einfach mal ganz lieb überraschen, was das ganze Deck so drauf hat. Ich hoffe einfach mal etwas Großes. Kann natürlich auch sein, dass es nichts drauf hat. Das werden wir bald sehen. Übrigens, ich hatte ja im letzten Part oder in den letzten Parts erwähnt, dass ich wenig Zeit habe, weil ich mit meiner Vorbereitung für die Prüfung beschäftigt war. Ja, es oder nicht Prüfung. Ich hatte ja noch keine Prüfung, aber ich hatte ein Testat. Und das viel dem können wir jetzt richtig Schaden zufügen. Oder auch nicht. Ja, und ich habe bestanden. Ja, und es sieht so aus, als hätte ich meine erste Prüfung, die ich ja vor Wochen schon geschrieben habe, auch bestanden. Es ist allerdings noch ein bisschen vage. Vielleicht erfahre ich es morgen. Also, wenn ihr es seht, vielleicht erfahre ich es heute. Ich weiß es nicht, aber ich werde es bestimmt bald erfahren. Und das ist gut, dass wir jetzt 40 Schaden gemacht haben. Damit ist das erste gegnerische Pokémon schon besiegt. Und wir haben eine formschöne Energiekarte bekommen. Ja, ich finde die wirklich schön. Was ich noch nicht so ganz verstanden habe, ist, was es mit den Tränken auf sich hat. Warum ich Tränke reintun soll. Ich meine, klar, Tränke sind gut. Tränke sind toll. Aber irgendwie, die Pokémon, die in diesem Deck sind, sind bis auf eines... Und das ist... Ja, ich habe ja nicht mal ein Kyogre drin. Das kommt ja noch hinzu. Ich habe ja bloß das Wummer. Und ich habe jetzt zusätzlich... Okay, noch das Atmurai. Und von mir halt jetzt zusätzlich noch... das Keldeo drin. Keldeo X. Aber ansonsten... Sieht es doch für mich ein bisschen mager aus. Aber gut, wie gesagt. Ich bin jetzt vielleicht ein bisschen voreingenommen. Und das Deck hat eigentlich viel mehr Power, als es auf den ersten Blick zeigen mag. Und ich spiele es einfach falsch, das kann auch sein. Dann weist mich bitte darauf hin. Ich bitte eh immer, mich darauf hinzuweisen, wenn ich etwas besser machen kann, weil ich möchte mich verbessern. Soll mir ja keiner nachsagen, ich wäre nicht lernfähig. Und wir spielen gegen Patsy. Ich habe auch die schöne Kyogre-Münze genommen, weil ich die schön finde. Ja, tue ich. Mein Stress ist noch nicht ganz vorbei, muss ich leider dazu sagen. Also es wird noch einmal eine Phase kommen, in der ich vermutlich weniger Parts rauskloppe, aber dafür habe ich ein bisschen was im Voraus gemacht. Ja komm, ich nehme jetzt einfach mal Sterndu, auch wenn ich nicht so ganz verstehe, was dieses Sterndu in diesem Deck zu tun hat. Weil es kann nichts. Es kann echt nichts. Ja, da stand auch nichts davon, von einem speziellen Sterndu. Aber gut, ich lasse mich gerne belehren und so weiter. Ihr wisst Bescheid. Schöne Full-Art-Karten hat die Patsy. Oder Patsy. Vielleicht ist es ja amerikanisch, dann würde so Patsy ausgesprochen. Übrigens, ich darf euch vertrösten, wer bei mir Five Nights at Freddy's guckt. Kommt bald wieder. Ich habe es heute mit meiner Freundin aufgenommen. Und es sind 3 Parts geworden, die wir... fertig gekriegt haben. Und ja, die werden dann demnächst erscheinen. Oh Gott. Wie gesagt, ich habe heute schon eine ganze Menge aufgenommen und ich habe einen Kratzen im Hals. Ich sollte vielleicht mehr trinken zwischenzeitlich. Auf jeden Fall wird die nächsten Tage kommen. Das Problem ist, die Uploadzeit pro Part beträgt derzeit bei mir 3 Stunden. Falls ihr euch fragt, warum, das liegt einfach daran, 32.000 GB Leitung. 32.000 K Leitung. Das Dialga finde ich übrigens sehr, sehr schön. Die braucht einfach eine ganze Weile, bis
ein Video hochgeladen ist. Leider. Ich hätte es auch lieber anders, aber es geht halt nicht. Nichtsdestotrotz möchte ich erstmal abwarten, ob es nicht vielleicht doch dazu kommt, dass ich demnächst mehr Videos hochladen kann. Weil dann muss ich halt mal im Notfall in die Uni rüberfahren. Das kostet mich zurzeit, weil ich hier im Elternhaus bin, eine Dreiviertelstunde hin, Dreiviertelstunde wieder zurück. Aber immerhin kann ich dabei innerhalb von 2 Minuten... Naja, ich möchte nicht lügen. Also ich brauche pro Video circa 5 Minuten in der Uni hochzuladen. Was hier bei mir jetzt zu Hause circa 3 Stunden dauern würde. Also ihr merkt, es sind kleine Unterschiede drin. Aber ich habe, glaube ich, genug aus meinem Upload-Alltag geredet. Muss halt mal gucken. Vielleicht, wenn ich irgendwann mal wieder umziehe, dann gibt es ein schnelleres Internet. Da muss ich mal irgendwie gucken, dass ich... Ja, das ist halt das Problem. Wenn ich dann eine Wohnung für 400 Euro im Monat habe, dann muss ich... Und dazu halt noch Kosten wie zum Beispiel das Internet kommen, dann muss ich ein bisschen einsparen. So, ich spiele jetzt wahrscheinlich wieder völlig falsch, indem ich meinen Admiral vorschicke. Aber sonst kommen wir ja hier überhaupt nicht zurande und ich möchte ja auch unserem Gegner hier nicht die Möglichkeit geben, seine Energiekarten anzuhäufen, wie bei dem Vieh hier. Ja, genau, und das haut uns jetzt nämlich hier mächtig auf die Nase. Was ist eigentlich der erste Angriff? Okay, das ist nicht so schlimm, aber der zweite haut halt mächtig rein. So, ich kann mich jetzt geringfügig sogar heilen. Wenn die Stadionkarte halt machen würde, was sie soll. Das Spiel hat halt noch nicht alle Bugs beseitigt. So, dann schrecklicher Strudel und einfach mal aufs Beste hoffen. Was ist denn das? Das ist eine Schutzenergie, die muss gleich mal weg. Wir sind gespannt. Jetzt kann er nur an das Vieh Energie anlegen. Aber das wird er auch wahrscheinlich tun, weil er nicht dumm ist. Weil er mich umbringen will. Weil er mich umbringen kann. Außer er hat keine Energie gezogen. Dann hat er Pech gehabt, aber dann holt er sich kein Victini. Ein Rotomorph. Okay, damit hat er jetzt gerade ein bisschen schlechte Karten, muss ich sagen. Einfach bloß, weil ich mich ja gründlich um 20 Punkte heilen könnte, wenn die Karte tun würde, was sie eigentlich auch tun soll. Aber macht sie nicht immer so. Und jetzt habe ich ihm seine schöne Karte geklaut. Jetzt ist er bestimmt böse auf mich. Aber er hat gleich seinen Rotomorph weiterentwickelt und den Brief vom Professor gezogen. Pech muss man haben. Da hat er 2 Energie, aber die legt er natürlich an das richtige Pokémon an. Ist ja nicht doof, weil das Vieh ist ja eh gleich tot. Halte ich mich eigentlich um 30? Ja, ich halte mich um 30. Ha, perfekt. Sein Schaden ist nichtig. Und sein Pokémon ist tot. Oder fast tot. Kannst du eigentlich... Also wenn er jetzt die Energie... Ja, ich dachte mir schon, dass er sie nicht an dieses Pokémon verschwendet. Aber das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht, weil... Zum einen können wir uns heilen. Und zum anderen können wir dem Vieh jetzt den Gnadenstoß geben. Und hier gerade mal 2 Karten kassieren. Auch wenn ich lieber das Wummer hätte. Und das Vieh wird uns gleich richtig verprügeln. Ich habe eigentlich auf Zahl gehofft, damit es nur die Bank angreift. Oh Gott, ja, jetzt haben wir hier ein Mega-Stolos-Ex. Das schlimmste Pokémon als unser Feind, das ich mir gerade ausmalen kann. Nein, es gibt wahrscheinlich noch schlimmere, aber es ist schon mit in den Top 40 jetzt. Ja, weil das haut uns jetzt hier gnadenlos ein Pokémon nach dem anderen weg. Und ich fürchte, das können wir nicht länger... besiegen. Ne, können wir vergessen. Kann ich jetzt hier gerade nochmal anlegen und dann... Ha, paralysieren. Los, komm. Ja. Einfach aushalten, bis Wummer kommt. Das macht Schaden für jede Energiekarte, die da angelegt. Für jede Wasserenergie. Ja, der Bunker macht Spezialzustände weg. So viel dazu. Warum aktivierst du diese Karte noch? Und was macht die überhaupt? Ach so. Sehr schön. Ja, ist egal. Hau weg. Ist tot. Also, bitte belehrt mich über dieses Deck. Soll ich das nochmal ein bisschen
anpassen, sage ich mal, also ein paar stärkere Pokémon reintun, ein paar andere Wasser-Pokémon, vielleicht sowas wie die Shiggy-Entwicklung oder eventuell halt Kyogre oder halt Arctos, was halt Wasserenergie benötigt und stark ist. Ich weiß, ich hätte eigentlich noch 5 Minuten. Und komm, einen Kampf machen wir noch. Egal wie lange er dauert, ich habe ja jetzt ein bisschen mehr Zeit. Auch wenn ich ein bisschen heiser bin und eigentlich gerade bloß aufnehme, weil Dings vom Dach kommt und das ist mir nicht ganz so wichtig wie das große Hessen-Quiz und Straßenstars, was ich ja gerne am Sonntagabend gucke. Habe ich euch ja schon mal gesagt. Und freut euch übrigens, ich habe noch 2 Ankündigungen zu machen, da war eben Wummer. Dass ich freundlicherweise ja geschenkt bekomme. Aber und sag mal, jetzt ziehe ich kein Basis-Pokémon, was ist denn da los? Das macht nicht. Ich spiele darauf an, dass mein Gegner sein ganzes Deck wegwirft. Und der schöne Tauchball, den ich hier statt dem Superball reingemacht habe, ne? Den viele von euch haben wollen und ich ihm keinen gebe. Das ist meiner. Den will ich behalten. Will auch mal eine schöne Karte haben. Auch wenn ich viele schöne Karten von euch geschenkt bekommen habe. Von denen ich mich auch immer wieder versichern muss, dass ihr die nicht braucht, weil ich möchte eigentlich keine Almosen. Aber es ist echt schwer teilweise euch etwas abzuschlagen, weil dann auch sehr drauf bestanden wird. So, ja, was wollte ich sagen? Ah ja, Ankündigung. Ich habe ja gesagt, für mein Testat habe ich ja ein Spiel programmiert. Das habe nicht nur ich programmiert, sondern auch noch zwei andere Leute. Drei andere Leute. Ich bitte um Verzeihung. Drei andere Leute außer mir haben das auch noch programmiert. Ich bin mal gespannt, wie viel unser Gegner jetzt zieht. Er ist 2 Jahre jünger als ich, der Gute. Und auf jeden Fall mit einem, nämlich dem lieben Geki, der das mitprogrammiert hat, werde ich dieses Spiel am Sonntag vorstellen. Sonntag 12 Uhr. Wer möchte, kann sich's ansehen. Heißt Gorillas. Kommt aber erst am Sonntag, weil wir müssen das noch aufnehmen und ich muss da dann auch noch nachträglich ein bisschen was bearbeiten, weil es gibt eine About-Seite, da seht ihr zum ersten Mal so ein grobes Bild von mir. Ja, ihr seht nicht wirklich, wie ich aussehe. Das gibt's als Ex. Das ist mir neu. Ja, auf jeden Fall. Es gibt eine South Park-Version von mir, die ich selber erstellt habe. Soll mir angeblich aber sogar ähnlich sehen. Und ich bin mal wirklich gespannt. Und naja, da steht dummerweise auch noch mein Wohnort, weil ja, da steht halt meine Uni drauf. Also da wüsstet ihr so ungefähr, wo ich wohne. Und da steht auch mein vollständiger Name. Also nicht nur mein Vorname, sondern Vor- und Nachname. Und ich finde, das ist dann doch wieder ein bisschen zu viel des Guten. Ja, Umkehrschub. Das wäre auch noch so eine Attacke, wo ich sagen könnte, ja. Das finde ich ist eine wirklich nützliche Attacke. Nee, das mache ich nächste Runde. Das ist eine gute und nützliche Attacke. Die funktioniert super. Die muss man haben. Und das Fiat-Gegenangriff, super. Also, ne? Ihr wisst schon. Ich muss da gar nichts mehr zu sagen. Und ansonsten, ja, wer es nicht mitbekommen hat, mein Upload-Plan hat sich geändert. Leute, guckt drauf. Guckt da regelmäßig drauf. Vor allen Dingen, wenn ihr mal unter der Woche ein Video seht, das da nicht hingehört, guckt mal drauf. Wenn es meistens, ich sag echt meistens, weil manchmal ist es nicht so, habe ich bei kleineren Videos, die jetzt mal unter der Woche durch Zufall kommen, nichts gemacht. Weil ich dann einfach nicht die Möglichkeit hatte oder nicht die Zeit hatte, was dran zu ändern. Und das war jetzt wahrscheinlich das Falsche. Nee, war das Richtige. Soll ich's heilen? Ich heil's mal nicht, weil es ist eh nächste Runde tot. So, komm, 40 Schaden, dann machen wir zumindest ein bisschen was. Ja, es ist halb tot und wenn es hier mit zuhaut, ist eh weg. Weil das macht 100 Schaden, dieser Angriff. Der kloppt mich um. Auf jeden Fall ja, weil es ist Darkest Dungeon gestartet und ich muss sagen, es kriegt weniger Aufmerksamkeit, als ich mir gewünscht hätte. Weil es ist ein tolles Spiel, es ist ein wirklich sehr, sehr tolles Spiel. Es macht wahnsinnig viel Spaß und ihr habt die Möglichkeit, dass eure Nutzernamen eingebracht werden. Und unter den ersten zwei Parts hatte ich
tatsächlich kein einziges Kommentar. Obwohl ich darum gebeten habe, dass ihr mir eure Namen schreibt. Jetzt gut, ich gebe es zu, ich habe jetzt nochmal 4 Parts, 5 Parts, bis ihr das seht, wahrscheinlich 6 Parts oder 7 Parts aufgenommen. Aber das macht hier nichts. Eure Namen kann ich immer noch einbringen. Das ist ja das Schöne. Und deswegen, ich möchte, dass ihr, also wer mal möchte, kann gerne mal reingucken, das ist keine Pflicht. Aber ich empfehle es euch, weil es macht sehr viel Spaß und, also mir macht sehr viel Spaß und ich habe das Gefühl, wenn es mir mehr Spaß macht, macht es euch auch mehr Spaß. Und das Vieh wird uns hier vermutlich umbringen. Weil ich dieses Deck vermutlich super falsch spiele. Oder wie Frankie aus One Piece sagen würde, super falsch. Ja, ich kann kein Japanisch, tut mir leid. Ja, ich gucke auf Japanisch. Ich gebe es zu. Und bald kommt Digimon. Noch im April. Im April kommt Digimon. Die neue Staffel. Ich freue mich. Ich freue mich wirklich. Ich liebe Digimon. Digimon, das ist meine Kindheit. Ich weiß, Pokémon ist auch meine Kindheit, aber Digimon ist auch ein Teil meiner Kindheit und ein sehr, sehr schöner Teil. Und deswegen freue ich mich einfach so super, dass sie die ursprünglichen Charaktere wieder reinbringen. Und ich rede jetzt so viel Mist, weil ich nicht weiß, wie ich diesen Kampf noch kommentieren soll. Weil wir werden hier einfach gnadenlos fertig gemacht. Oh, Groundon Ex, das habe ich auch... Habe ich das angeboten bekommen aus dem Kant? Oder hattest du mir das... Das hattest du mir angeboten, ne? Wollte ich bloß nicht. Finde ich auch nicht, ehrlich gesagt, nicht so toll. Es ist schon cool, aber es ist nicht so toll. Außer ich ziehe es im eigenen Booster, dann ist es cool. Habe ich eigentlich neue Booster? Ich glaube nein, weil ich bin nicht zum Spielen gekommen. So. Jetzt haben wir die Zeit, glaube ich, ganz akkurat rumgebracht. Ich gucke nochmal, was hier ist. Neue Freundschaftsanfrage, Sonkex. Akzeptiere ich natürlich. Und Gruß an alle, die gerade online sind. Gut, Awesome Kind und The Madden HD an euch eh. Das reimt sich. Ich habe auch viele neue Freunde bekommen, die ich jetzt gar nicht hier so benennen kann, weil ihr seht, meine Freundesliste ist sehr, 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 sehr lang. Aber ich freue mich. Ich freue mich wirklich. Also Leute, ich würde sagen, ihr lasst mir einfach mal ein nettes Kommentar da, einen Daumen nach oben, würde ich mich tierisch drüber freuen. Und ich sage tschüss und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Pokémon Trading Card Game. Bis dann, euer Wolf.